Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Mein Name ist Barbara Weninger und ich bin Astrologin. Hier erfahrt ihr alles, was in den nächsten 14 Tagen horoskoptechnisch auf euch zukommt. Das heißt, es ist ein 14-Tage-Horoskop. Im ersten Teil widmen wir uns mal den generellen Aspekten. Da erkläre ich euch ganz kurz, wie es so für alle ausschaut. Es gibt so Konstellationen, die machen wir alle mit. Und im zweiten Teil geht es dann darum, wie geht es den einzelnen Sternzeichen in den nächsten 14 Tagen. Die wichtigsten Konstellationen für die nächsten 14 Tage sind vor allem der Neumond im Krebszeichen und der ist am 13. Juli, genau Freitag der 13., sowie der Vollmond im Wassermannzeichen, der ist dann am 27.07., also dann in 14 Tagen. Neumond, das heißt immer Neuanfang, loslassen, etwas Neues tun. Im Krebszeichen ist es ein sehr emotionaler Neumond. Der Krebs ist ja bekanntlich sehr sensibel, eher introvertiert, also loslassen und sensibel, da merkt man schon, da kann ein bisschen was zusammenkommen. Und wie gut man das dann geschafft hat und wie weit man gehen konnte und ob das schon passt, zeigt sich dann eben 14 Tage später zum Vollmond. Wir starten mit dem Sternzeichen Widder. Was bedeutet dieser Neumond für Sie? Für Sie wahrscheinlich ein Anzeichen für etwas im Bereich Arbeit oder Alltag. Der Widder, der hat 2018 ein bisschen ein zähes Jahr, ein sehr arbeitsreiches Jahr. Und wenn Saturn damit spielt, und das tut er bei Ihnen, und Saturn ist immer so ein bisschen einer, der sagt, da ist ein Problemchen, da gibt es was zu lösen, dann merkt man das sehr. Da kann es im Getriebe schon mal ein bisschen quietschen. Momentan in der Krebszeit ist es überhaupt für den Widder ein bisschen anstrengend, aber wie gesagt, dieser Neumond, der deutet da schon genau auf diese Punkte, die irgendwie nicht ganz so optimal sind. Wenn Sie jetzt nicht mehr arbeiten, weil Sie zum Beispiel schon in Pension sind oder so, können Sie es natürlich auch irgendwo merken, vielleicht im Alltag, bei den Dingen, die Sie einfach täglich machen. Und hier stellt sich ein bisschen die Sinnfrage und was gescheiter wäre oder ob man das Richtige tut. Nutzen Sie also die nächsten 14 Tage und füllen Sie da mal nach, ob es etwas gibt, das Sie da anders haben wollen, ob es etwas gibt, das Ihnen nicht mehr gut tut und ob es nicht eine andere Richtung für Sie gäbe. Da kann Sie auf jeden Fall eine Erkenntnis so richtig beeinflussen. Jetzt schauen wir uns die Sterne für den Stier an. Wichtig für den Stier, nutzen Sie gleich die Zeit. Jetzt nutzen Sie diese Neumondenergie, die passt zu Ihnen. Neumond in Krebs und Stier, das verträgt sich sehr gut. Je näher wir zu dem 27.07., das heißt dem Vollmond kommen, umso unruhiger werden Ihre Sterne. Zumindest, wenn es darum geht, etwas zu planen und etwas genauso zu machen, wie man sich das gedacht hat. Die Energie ist dann nämlich sehr spontan, sehr flexibel und das kann für manche Stiere eine Aufgabe sein, denn der Stier weiß ganz gern, was auf ihn zukommt. Die Devise also, raus aus der Komfortzone, ruhig ein bisschen experimentieren, umso besser wird es Ihnen gehen. Problematisch wird es für Sie wirklich nur, wenn Sie an den Dingen bicken und irgendwo so einen Plan haben und wenn der dann nicht ist, dann geht gar nichts, dann wird es kompliziert. Je offener Sie bleiben, umso leichter werden die nächsten 14 Tage. Die Neumondsterne für unsere Zwillinge. Und da ist es so, der Neumond spielt sich bei Ihnen im Bereich Geld, Werte und Wertschätzung ab. Sie sehen schon, das hängt irgendwie zusammen. Bekomme ich das, was ich verdiene? Muss ich mich teilweise abgrenzen? Lasse ich mich ausnutzen? Das ist ein heißes Thema bei den Zwillingen im Juli. Ein bisschen vielleicht auch in der Liebe, vor allem bei den Juni-Daten. Sie merken spätestens dann, dass irgendwas nicht stimmt, wenn es Ihnen der Körper zeigt. Denn da haben Sie auch so eine Phase, wo vielleicht so alte Wehwehchen auftauchen könnten. Also irgendwas ist da im Gefühlsbereich. Man kann es aber natürlich auch lösen, so ist es nicht. Sicher mit der Löwezeit, da geht es Ihnen wahrscheinlich auch wieder besser. Und überhaupt ist es ja nur ein Zeichen, dass man überhaupt auf die Gefühle hinschaut. Denn das kann man als Zwilling ja manchmal ein bisschen vergessen, vor lauter Denken und unterwegs sein und Kontakten. Also Sie kommen im Grunde einfach nur Ihren Gefühlen näher und das ist ja gar nicht übel. Die Sterne für den Krebs, und jetzt haben wir schon gehört, der Neumond ist im Krebszeichen, das muss irgendwie besonders wichtig sein für unsere Krebse. Ist es auch, denn es ist Ihr Neumond, den hat man auch nur einmal im Jahr. Und wenn dieser Neumond im eigenen Sternzeichen stattfindet, dann ist das natürlich was Besonderes. Bei Ihnen geht es ja zurzeit sehr um Ihre Beziehungen, ja. Nicht nur die Paarbeziehung, vielleicht auch Freunde, familiäre. Es ist so ein bisschen, als würde man eine Bilanzzeit haben nach vielen, vielen Jahren. Und jetzt heißt es mal so, Strich drunter, welche Beziehungen passen, welche wären sogar noch besser und welche sollte man irgendwie verändern oder wenn es gar nicht mehr geht, sogar hinter sich lassen. Und das bekommen Sie bei diesem Neumond sehr stark zu spüren. Vielleicht müssen Sie wirklich auch die eine oder andere Tür zumachen, vielleicht müssen Sie öfter mal auch Nein sagen.
Krebse sind ja oft wirklich auch so sensibel und gutmütig und trauen sich das nicht so sehr. Aber irgendein Thema haben wir da alle als Krebsgeborene. Ansonsten arbeitstechnisch, ja, da rennt es eigentlich, zumindest gibt es viele Chancen. Und wenn Sie was Neues machen wollen, dann ist natürlich Ihr Neumond ein super Unterstützer dafür. Bei den Löwen, da findet dieser Neumond im sogenannten 12. Haus statt. Jetzt müssen Sie nicht wissen, was das bedeutet. Ich erkläre es Ihnen. Das ist ein bisschen so unsere Zurückgezogenheit, so Dinge, die wir mit uns selber ausmachen. Sehr introvertierte Gefühlsgeschichten. So, wenn dieser Neumond jetzt da drinnen ist und wir machen das mit uns selber aus und man sieht das nicht, klingt das vielleicht nicht spektakulär. Aber das ist spektakulär. Denn natürlich nur über unsere Gefühle kommen wir dann zu den Gedanken und dann können wir was ändern. Und darum geht's ja. Denn viele Löwen sind zurzeit etwas frustriert, nicht mehr ganz zufrieden mit ihrer Situation, wissen aber noch nicht, wie sie da ansetzen sollen. Wie gesagt, ich rate Ihnen nur, lassen Sie sich ein bisschen auf Ihre Gefühle ein. Hören Sie mal nach innen, spüren Sie, was Sie brauchen, vielleicht auch auf Ihre Träume. Und da können Sie so ein Puzzleteilchen finden. Wichtig, weil es wird nämlich irgendwie nicht unanstrengender. Gerade in Richtung vom Vollmond, der passiert dann in Ihrer Geburtstagszeit, Ende Juli, da könnte es sein, dass sowieso sehr spontan zugeht und dass man viel umkrempeln muss. Und deswegen können Sie sich ja jetzt auch schon die Zeit nehmen und mal nach innen spüren und so ein bisschen eine Bestandsaufnahme machen, bevor Sie dazu quasi vom Schicksal gezwungen werden. Also tun Sie was gegen den Frust und versuchen sie etwas anders zu machen. Die Sterne für die Jungfrau, und die sind, um es mit ihren Worten zu sagen, fast perfekt. Gerade was Karriere, Alltag oder generell die Energetik nach den wirklich schwierigen Monaten auch im letzten Jahr oder Jahren angeht, ist viel anders. Diesen Sommer sehr locker im Gegensatz zu den früheren. Fast perfekt deswegen, weil natürlich in diesen 14 Tagen auch einmal in der Beziehung durchaus ein schattiger Moment dabei sein kann. Bei Ihnen geht es dann aber meistens nicht darum, dass es jetzt irgendeine Krise ist, sondern dass Sie es nicht mögen, wenn überhaupt irgendwas nicht ganz passt. Und dann schaut man lieber weg, als dass man hinschaut. Das hilft aber in dem Fall nicht. Ja? Ich kann nur raten, trauen Sie sich ruhig menschlich zu sein, trauen Sie sich ein paar Schwächen, trauen Sie sich ein paar Fehler zu machen. Das hilft Ihnen als Jungfrau, auch wenn ich weiß, dass das schwer ist, wenn man von sich selber immer so viel erwartet. Aber gerade in der Liebe kann man nun mal nicht immer alles nur richtig und perfekt machen. Wenn Sie das beherzigen, dann geht es Ihnen den ganzen Sommer gut. Ja, wie schaut es aus für die Waage? Für die Waage ist der Neumond nicht einfach, es ist mehr so eine Lektion, aber danach kann es einfacher sein. Worum geht's? Bei Ihnen ist es ja oft so, dass sich die Dinge zusammenstauen. Sie sagen ja nicht gleich immer was, Sie sind mehr so ein Sammler. Ja, und da ist der Neumond so der Moment, wo man merkt, okay, vielleicht wäre es mal ganz gut, dass man portionsweise immer was abgibt, dass man auch Nein sagt, dass man sich abgrenzt. Das ist ja nicht so gerade das vage Ding, dass man sich da so klar ausdrückt. Aber vielleicht gibt es irgendwo so ein Erlebnis, wo Sie merken, okay, es wäre echt wichtig, dass ich da mal was mache. Ja? Denn Sie sind sowieso schon seit Wochen und Monaten dauerbelastet. Viele Waagen haben so Spannungen familiär oder im Gegensatz zwischen Beruf und Familie oder Beziehung und Beruf. Auf jeden Fall ist da schwer was am Brodeln. Wenn Sie auch zu diesen Waagen gehören, nutzen Sie diesen Neumond. Versuchen Sie es mal, indem Sie zumindest so ein bisschen was abgeben und sagen, hey, da passt was nicht. Wenn jemand diplomatisch sowas formulieren kann, dann ja wohl Sie. Ja, und jetzt schauen wir uns an, was für die Skorpione wichtig ist in den nächsten 2 Wochen. Die Tage um den Neumond, die passen eigentlich ganz gut für Sie, das stimmt. Die Energie Krebs ist ein Wasserzeichen, Skorpion ist ein Wasserzeichen, das mag sich, das geht. Je näher wir dann zum Vollmond kommen, da wird es ein bisschen unrunder, denn diese Tage sind von den Sternen her sehr unstet, ja, sehr spontan, da wird immer wieder umorganisiert, improvisiert. Es ist nicht alles so wie geplant und das kann für einen Skorpion manchmal recht nervig sein. Es gibt schon so Skorpione, natürlich, denen das auch egal ist, aber viele wollen ganz gern wissen, da mache ich das so. Und sie haben das auch gern dann bei den Kindern, beim Partner. Und kann halt sein, dass die Leute da ein bisschen mehr ausscheren. Und wenn sie das merken, dann versuchen sie ruhig zu bleiben. Versuchen sie es so hinzunehmen. Es ist halt alles ein bisschen spontaner Ende Juli und sie kommen da auch ganz gut durch, wenn sie das beherzigen überhaupt. Denn eigentlich stehen die Liebessterne ja schön. Also wozu dann mit irgendwelchen, keine Ahnung, Organisationsproblemen herumschlagen. Genießen Sie lieber, wenn es läuft. Ja, Schützehoroskop und das Schützehoroskop zu sprechen, macht wieder mehr Spaß. Waren ja die letzten Jahre nicht immer nur einfach, vor allem wenn Sie an den letzten Sommer denken. In diesem gehören Sie dann wieder zu denen, die langsam aufsteigen.
Also was Karriere, Erfolg und überhaupt, was man als Schütze besonders braucht, den Sinn im Tun, das kriegen sie irgendwie wieder zurück. Wo es noch ein bisschen Problemchen, sage ich mal, es ist wirklich nur klein geben kann, ist die Beziehung, einfach weil sie aber so wenig Zeit auch haben momentan für die Liebe. Da steht ein bisschen was quer, vielleicht haben sie anderes zu tun, vielleicht können sie gar nicht irgendwie aus. Jedenfalls da muss es sich erst wieder ein bisschen einspielen. Aber sonst kann man bei ihnen wirklich nur sagen, kein Vergleich zu früher, sie finden wieder ihren Weg und das, was wir schon oft gehört haben, dass es jetzt Ende Juli sehr spontan zugeht und sehr unstet, macht dem Schütze meistens eigentlich am wenigsten aus. Sie können da an sich ganz gut damit umgehen und wenn sie nicht damit umgehen können, dann wissen sie es jetzt zumindest. Die Sterne für den Steinbock, und damit wir verstehen, was beim Steinbock los ist, müssen wir ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass seit Ende 2017 Saturn in ihrem Sternzeichen steht. Saturn ist ein bisschen so der TÜV in der Astrologie, der schaut alles durch, ob es passt. Wenn es gut ist, super, passt noch besser. Wenn es nicht gut ist, passt nicht, müssen wir was machen. Der Neumond, der hat ein bisschen so was Ähnliches vor und hier spielt sich der TÜV gerade in ihren Beziehungen ab. Ja? Das heißt Partnerschaften, aber auch Kollegen in der Arbeit, Familie, überall wo Leute sind, überall wo es menschelt, da passiert bei ihnen dieser Neumond. Das merken sie also die nächsten Tage sehr stark. Es wird dann ein bisschen leichter, wo die Löwezeit beginnt, das heißt dann auch in Richtung Vollmond. Natürlich merken auch sie, dass dann alles sehr spontan zugeht, dass man viel mehr Zeit braucht, dass wenig nach Plan läuft, aber beziehungstechnisch sind sie dann wahrscheinlich schon entspannter als jetzt noch zum Neumond. Sehr aufregende Sterne hat der Wassermann, aber es geht in alle Richtungen, denn sie haben wahnsinnig viel zu tun, sie sind total gefragt, A nach B, dort und da. Ihr Terminkalender ist wahrscheinlich ziemlich voll zurzeit. Ja, und das hat natürlich aber auch Folgen, denn für Privatleben ist dann entweder nur wenig Zeit oder der Partner stellt sich das alles anders vor oder die Kinder oder sogar das Haustier vermisst sie. Irgendwie ist da jedenfalls ein bisschen so Disbalance drinnen. Und das ist dann der springende Punkt. Ja. Sie müssen sich fragen, wofür das alles? Zahlt sich das wirklich aus? Ja, brauche ich eigentlich mehr Ruhe? Wo könnte ich mich abgrenzen? Kann ihnen ja dann mal passieren, dass sie das so sammeln und dann bricht es voll aus ihnen heraus. Das wollen wir nicht, vor allem nicht, wenn es dann zu dem Vollmond hingeht. Also lieber jetzt schon langsam immer wieder vielleicht zurücknehmen, vielleicht doch den einen oder anderen Termin, der nicht sein muss, sausen lassen und bitte schon gar keinen Freizeitstress, wenn sie eh so viel zu tun haben. Ansonsten, wie gesagt, sind sie aber beruflich auf der Überholspur und können echt viel machen. Die Frage ist nur, zahlt sich dieser ganze Stress aus? Und diese Frage müssen sie für sich selbst klären. Die Sterne für die Fische. Und da muss man sagen, der Neumond, der passt sehr gut zu ihnen. Steht er schließlich im Krebszeichen und das ist wie sie ein Wasserzeichen. Das heißt, das ist Energie, mit der können sie etwas anfangen. Für alle beruflichen, sachlichen, strukturierten Geschichten echt super. Nicht ganz so einfach ist die Energie punkto Liebe, vielleicht auch Selbstwert. Da steht in den nächsten 14 Tagen immer wieder auch etwas in Spannung oder es ist viel oder zu wenig. Die Balance stimmt nicht so ganz in den Beziehungen. Sie müssen sich halt auch fragen, was sende ich aus, was kommt von mir und was sind jetzt nur die anderen. Ist ja selten so, dass alles nur von außen kommt. Vielleicht gibt es da ein bisschen was anzuschauen. Grundsätzlich muss man sagen, die Fische schwimmen aber auf einer ganz guten Welle dieses Jahr. Das Einzige, was vielleicht Thema sein könnte, ist, dass sie sich halt fragen müssen, wo will ich dahin schwimmen? Verbiegen sie sich nicht. Weder für den Job, noch für die Beziehung, noch für sonst irgendjemand. Bleiben oder werden sie der Fisch, der sie sind. Das war das Horoskop für die nächsten 14 Tage und es gilt natürlich auch für die Aszendenten. Bitte vergesst eines nicht, Astrologie bewertet eigentlich nicht. Es gibt keine Gewinner, keine Verlierer, es gibt kein Schwarz oder Weiß. Die Wahrheit liegt meistens ein bisschen in der Mitte. Ihr könnt immer was machen, auch wenn ihr schwierige Sterne habt und auch wenn es mal nur einfach sein sollte, kann natürlich was schief gehen. Letztendlich kommt es darauf an, was ihr aus euren Sternen macht. Alles Liebe und bis zum nächsten Horoskop in 14 Tagen.